Cheers, meine Freunde. Manchmal ist das Leben hart, aber ihr müsst immer positiv in euren Kopf drin bleiben. Yo, Friends, was geht ab? Hier ist wieder Armin von Immer Fresh mit einer neuen Kamera am Start, die Sony A6400. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied seht. Und wir bringen euch hier straight aus Berlin die Chop 11 plus 5 Übergangsjacken für den Frühling. Ja, die Tage werden wärmer. Alhamdulillah. Es war wirklich ein harter Winter. Die Sonne kommt raus und wir können die ganz dicken Jacken in dem Schrank lassen und uns angucken, was für freshe Styles für diesen Frühling am Start sind. Das heißt, wenn du eine Übergangsjacke suchst für den Frühling, beziehungsweise auch dann im Herbst, wenn es wieder kälter wird, kann man die auch wieder nehmen. Dann bist du in diesem Video genau richtig. Wir haben verschiedene Stile, verschiedene Preisbereiche und am Ende plus 5 sind nochmal reduzierte Jacken, krasse Angebote. Deswegen legen wir direkt los mit Number 1. Auch schon eigentlich ein krasser Deal und zwar diese Oversized Denim Jacke. Two-Tone. Ich finde auch die Farbe sehr nice für den Frühling. Von 70 Euro auf 35 reduziert und sehr nicer Fit. Gibt es auch in anderen Farben, wie zum Beispiel diese hier mit halb so Washed Black, halb Batik. Alle Links zu den Jacken findet ihr in der Beschreibung. Übrigens, wir starten von der günstigsten und gehen hoch zur hochpreisigsten. Und am Ende, wie gesagt, die 5 Banger. Let's go mit Number 2. Darf auch in dem Kleiderschrank nicht fehlen. Gerade jetzt Frühling 2021 eine Flanelljacke. Und da kann ich auf jeden Fall die Pegador Flato empfehlen. Die habe ich selber. Die gibt es auch in verschiedenen Colorways. Den finde ich sehr wild. Aber es gibt auch andere hier, rot, grün, der und gelb. Ich habe die selber in 2 Colorways, kann die absolut empfehlen. Gerade mit einem T-Shirt da drunter, einfach offen, so sieht Baba aus. Aber wenn es ein bisschen kälter ist, kann man auch einen Hoodie drunter ziehen. Wild, wild. Kommen wir zu Nummer 3, was wetterfest ist, was eigentlich auch wirklich zeitlos ist. Also die Jacke, die kannst du auch in 3 Jahren noch anziehen und die wird fresh aussehen. Nämlich die Nike Sportswear Windrunner. Wir haben im Artikel auf immerfresh.de, die unsere Videos schauen, die kennen das schon. Da haben wir auch weitere Shops für jede Jacke und auch immer den günstigsten Preis rausgesucht. Zum Beispiel hier gibt es die einfach hier für 59,99 statt 79,99 in 3 Colorways, auch in Black. Und für diesen Frühling sind noch 2 neue Colorways dazugekommen. Zum einen Mint, auch übelst nice. Und hier der Arctic Orange Ton, also wenn es mal windet oder es regnet, seid ihr auf jeden Fall safe. So, kommen wir zu Nummer 4. Die erste Bomberjacke. In einem Batik-Ton mit Sand. Wirklich eine einzigartige Jacke. Gerade für die, die jetzt nicht 0815 Farben rocken wollen. Hier guck mal mit so einem cremefarben oder weißen Hoodie drunter. Sehr wild. Später kommen auch nochmal einfarbige Bomber, deswegen. Aber mit der habt ihr auf jeden Fall einen Hingucker. Apropos Hingucker, kommen wir zur nächsten Jacke, die auch sehr wild ist. Und zwar eine Mischung aus College und Jeansjacke. Nicer, relaxed fit. 99 Euro, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und für diesen Frühling wirklich absolut wild. Man kann auch wirklich verschiedene Farben drunter ziehen, dadurch, dass halt dieser Jeans-Ton ist. Und gibt es auch noch in allen Größen. Kommen wir zu Nummer 6 aus der neuen Adidas Prime Blue Linie. Diese Windbreaker, die euch auch wirklich vor Wind und Wetter schützt. Und gerade Adidas, aber auch Nike haben da gute Quali am Start so. Sportlicher Look, gibt es auch nochmal in Schwarz und wirklich eine funktionalere Jacke. Ich empfehle auf jeden Fall eine Jacke in diesem Segment im Kleiderschrank zu haben. Weil neben Flannels etc. ist halt so, wenn wirklich scheiß Wetter ist, so, dann bist du halt happy, dass du da die Kapuze hast. Weiter geht's mit Nummer 7. Eine Track Jacket im Vintage Look aus der Reebok Classics Linie. In so einem Weiß-Grauton. Hier habt ihr auch nochmal einen Backprint und auch wirklich kein 0815 Modell. Nummer 8, auch eine Baba-Jacke. Alle Jacken sind eigentlich Baba, weil ich habe sie rausgesucht. Ebenfalls vom Pegador und noch in allen Größen da. Diese Jacke zeichnet sich hauptsächlich durch den Schnitt aus und durch den sehr wilden Backprint, der auf jeden Fall auch Frühlingsstyle ist. Aber jetzt nicht übertriebenst farbenfroh, sondern einfach auf locker. Auf jeden Fall am Start ein Hemdkragen. Und die Ärmel sind auf jeden Fall auch sehr wild. Kann man aufmachen oder auch zu. Damit habt ihr auf jeden Fall eine richtig frische Jacke. Weiter geht's mit Nummer 9. Wir kommen gleich immer näher an die 5 Bonusjacken dran. Ist die Alpha Industries MATT. Besitze ich auch selber und kann ich absolut empfehlen. Bomberjacken kommen auf jeden Fall zu jedem Outfit fresh. Die ist sehr leicht, sehr bequem. Aber tatsächlich auch, wenn es mal ein bisschen kühler wird, gerade abends, hat die eine nice Fütterung. Kommt in verschiedenen Farben. Black ist nice, Olive, White, Burgundy. Und auf unserer Website findet ihr, wie gesagt, auch weitere Links. Und da gibt's auch Babyblau, Camouflage, viele weitere Töne. Also eine sehr, sehr empfehlenswerte Jacke so. Da nehmt ihr zwar 130 Euro in die Hand. Meistens kostet sie auch so viel. Aber schaut mal, checkt es mal bei den Größen. Oft sind manche Größen in manchen Farben reduziert. Beziehungsweise auch in unserem Shop auf immerfresh.de gibt es gerade ein befristetes Angebot, wo es die für 99,90 Euro gibt, statt 130 Euro. So schaut ihr auch rein in den gängigsten Farben. Und da habt ihr wirklich eine sehr qualitativ hochwertige Jacke. Die hält sich auch richtig lang. Ich glaube, wer Alpha-Jacken selber hat, der weiß das. Ich hoffe auch eine Alpha-Jacke. Das ist genau dieses Modell. Die habe ich schon seit 4 Jahren. Und ich feiere die immer noch und die kann man immer noch tragen. So, deswegen holt euch lieber so eine, bevor ihr euch eine, wenn ihr euch in dem Look eine holt, die irgendwie günstiger ist oder so. Und dann geht die nach einer Saison kaputt, wisst ihr, wie ich meine. Kommen wir zu Nummer 10, einer Sherpa-Jacke. Darf natürlich auch nicht fehlen, diesen Frühling eine gemütliche Kuscheljacke
wenn ihr irgendwie ein Mädel dabei habt abends und es dem kalt ist, hey, gibt ihr die, kuschelt sich da rein. Auch super. Von Stussy, einer Brand, die ich persönlich auch sehr nice finde. Hat einen Oversize Fit. Gibt's auch in einem Braunton. Checkt dafür einfach den Artikel. Und es gibt auch, okay, komm, ich sag's euch, es gibt auch eine günstigere Sherpa-Jacke. Die ist halt nicht ganz so nice, weil es nicht Stussy ist. Ich weiß, für viele von euch ist 170 Euro viel Geld. Wer darauf verzichten kann, dass es diesen nicen Fit hat und von Stussy ist, für den haben wir eine günstigere Version auch auf der Website verlinkt. So, bevor wir zu den Plus 5 kommen, hier noch eine Jacke in einem bisschen hochpreisigeren Segment. Wir haben wirklich das Ding hier diesmal nicht gesprengt. Und zwar mit dieser Jacke von Ape, der Untermarke von Bape. Ist eine Hooded Bomber. Und gerade wer auf Camo steht, da finde ich den Kontrast sehr nice von Schwarz zu Camouflage. Und wenn man die offen trägt, dann sieht man auch das Innenfutter. Und jetzt das Highlight von der Jacke. Man kann sie umgedreht in Full Camo tragen. Und Leute denken, ihr habt eine ganz andere Jacke. Wo habt ihr die nochmal her? Habt ihr gerade erst nur eine von Ape gehabt? Wo habt ihr das ganze Geld her? Aber ihr habt nur einmal euer Geld ausgegeben. Weiter geht's mit den 5 Bonusjacken. Number 1. Ich bin auch sehr gehypt von Casablanca. Boah, wo ich das entdeckt habe. Und zwar ist es so eine texturierte Track Jacket. Also so ein bisschen, wie sagt man, so Frottee-mäßig. So, genau. Also wirklich so ein nice, weiches Material. Und die gibt's einfach in den übelst nicen Frühlingsfarben und ist in den meisten Farben für 40% reduziert. Okay, Babyblau ist jetzt hier 30% reduziert. Statt ca. 400 Euro, nur für 275 Euro. Aber hier gibt euch die Farben. Einmal hier so ein Nude-Ton, Rot, Weiß-Grün, hier die klassischeren Casablanca-Farben. All Black, ein softes Rosa, Mint-Grün, Gelb. Und hier die meisten Farben seht ihr 40% reduziert auf 200 Euro. Auf jeden Fall wild. Nummer 2 ist so eine leichte Puffer-Jacket. Also ich habe die auch selber. Wer unser Instagram abcheckt, der sieht auch, wie ich die trage. Die ist wirklich leicht, also kann man wirklich als Übergangsjacke sehr nice tragen. Ist auch Kapuze, falls es mal regnet. Und aktuell bekommt ihr mit dem Code SNIPES20 20% drauf. Das heißt, die ist dann doppelt reduziert. Also auf 50 Euro kommt nochmal 20%. Da kostet die, glaube ich, 40 Euro statt 80. Gibt es auch in schwarz. Ich weiß allerdings nicht, wie lange diese Aktion gilt bei Snipes. Unser Bonus Nummer 3 ist diese Bomberjacke mit Utility. Da finde ich die Farbe geil. Die gibt es auch nochmal in grün. Schaut dafür auf der Website. Gerade für 40 Euro statt 80 Euro verfügbar. Und auf jeden Fall Baba auch noch in allen Größen. Unser Bonus Nummer 4 ist ebenfalls Teil dieser Snipes-Aktion. Da bekommt ihr diese Urban Classics Shirling-Jacke. Die ist nicht so dick. Deswegen ist es eine gute Übergangsjacke auf jeden Fall. Bekommt ihr sie schon so um 40 Euro günstiger. Und dann mit dem Code SNIPES20 nochmal 20 Euro abgezogen von den 80 Euro. Habt ihr auf jeden Fall einen guten Schnabber gemacht. So, kommen wir zu unserer last but not least Jacke. Diese Reflective Track Jacket mit Nähten in der Mitte und so Zipper und Utility Taschen. Auch nicer Fit, weil die Oversize ist. Hier in Blau, wo ich sie tatsächlich irgendwie einen Ticken fresher finde. Von 50 auf 25 Euro reduziert. Aber in Schwarz gibt es sogar für 16 Euro statt 40 Euro. Friends, ich hoffe, ihr wurdet fündig in diesem Video. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, auf welche Kategorie ihr am meisten Bock habt. Wir freuen uns auf den Sommer. Vielen, vielen Dank, Friends. Schreibt auch Wünsche, dies, das in die Kommentare. Bis gleich im nächsten Video. Peace.